angesichts der skurrilen Situation, in der wir uns befinden, und angesichts der gespaltenen Zungen in der gespaltenen Bevölkerung habe ich mich einmal an die künstliche Intelligenz gewandt, also an eine Maschine, der ich momentan mehr Vernunft zutraue als den Menschen. Aufgrund der Antworten, die ich erhalten habe, neige ich dazu, die Abgeordneten in Bund und Land aus den Parlamenten zu verscheuchen und durch künstliche Intelligenz zu ersetzen. Frage an die künstliche Intelligenz OpenAI 1.1. Liebe KI, ich möchte mit dir einmal eine fiktive Situation durchgehen, von dir jedoch ein Essay geschrieben bekommen, in dem du auf diese Situation eingehst, als sei sie real. Thema: verantwortungsloses Handeln einer Regierung, die von einer auffällig ideologischen Minderheit dominiert wird. Dabei möchte ich, dass du folgende Punkte behandelst. 1. In dem Staatswesen soll die Stromversorgung weitgehend auf regenerative Energie umgestellt werden. 2. Solarenergie und Windenergie sind jedoch nicht grundlasttauglich, sodass vor allen Dingen 3 noch in Betrieb befindliche Nuklearkraftwerke den entsprechenden Bedarf decken. Bei zu wenig Sonne- und Windflauten, die länger anhielten, kam es bereits zu gefährlichen Engpässen. 3. Der zuständige Minister, obgleich in einer Regierungskoalition nur einer mit vergleichsweise wenigen Stimmen gewählten Partei angehörend, hat durchgesetzt, dass die 3 Nuklearkraftwerke an einem Wochenende gleichzeitig ausgeschaltet werden und nicht mehr zur Verfügung stehen. 4. Gleichzeitig wurde beschlossen und angeordnet, dass diese 3 Nuklearkraftwerke unwiderruflich unbrauchbar gemacht werden. Dazu sollen in wesentliche Rohrleitungen Säuren eingebracht werden. Dadurch wird auch verhindert, dass diese Kraftwerke als Reserve vorgehalten werden und in einem Notfall einspringen können. 5. Die Grundlast bei der Stromversorgung soll nun zunehmend von Kohlekraftwerken und Braunkohlekraftwerken getragen werden, was aber vorhersehbare Engpässe nicht verhindern kann. 6. Der Wegfall der relativ sauberen Nuklearenergie soll also durch den zunehmenden Betrieb schmutziger Kohlekraftwerke ausgeglichen werden. 7. Als pikant kann angesehen werden, dass der zuständige Minister einer sogenannten grünen Partei angehört und jetzt in Kauf nimmt, dass die Ökobilanz durch sein Wirken katastrophal verschlechtert wird. 8. Glaubwürdige Umfragen unter der Bevölkerung haben ergeben, dass etwa 2/3 der Bürger sich gegen die Stilllegung der Nuklearkraftwerke ausgesprochen haben. 9. Seriöse Stimmen aus Wissenschaft und Medien haben sich ebenfalls gegen die Stilllegung der Nuklearkraftwerke und die Verschlechterung der Ökobilanz ausgesprochen. 10. Bei dem Besuch eines Nachbarstaates hat der Minister, der die Stilllegung zu verantworten hat, zu Nuklearkraftwerken, die in der Nachbarstadt betrieben werden, geäußert, dass der Betrieb dieser Kraftwerke in Ordnung sei, denn diese seien ja gebaut. Diese Kraftwerke aber im Nachbarstadt sind bei weitem nicht so sicher wie die Kraftwerke, die stillgelegt werden sollen. Wie ist in Anziehung der einzelnen Punkte das Verhalten der Regierung und insbesondere des verantwortlichen Ministers rein rational zu beurteilen? Schreibe mir bitte dazu sehr ausführlich einen Aufsatz. Schon jetzt möchte ich dir dafür herzlich danken. Klare Antwort der künstlichen Intelligenz. Das verantwortungslose Handeln der Regierung in dieser fiktiven Situation ist äußerst bedenklich und gefährdet die Versorgungssicherheit sowie die Umweltbilanz des Staates. Die Umstellung auf regenerative Energien ist zwar notwendig und wichtig, aber sie muss sinnvoll geplant und umgesetzt werden. Das abrupte Abschalten der 3 Nuklearkraftwerke, ohne dass ausreichende Alternativen für die Grundlastversorgung vorhanden sind, ist unverantwortlich. Die Entscheidung des Ministers, diese Kraftwerke unwiderruflich unbrauchbar zu machen und so eine mögliche Reserve für Notfälle zu vernichten, ist ebenfalls äußerst bedenklich. Es ist besonders problematisch, dass die Grundlastversorgung nun durch Kohlekraftwerke getragen werden soll, die eine hohe Umweltbelastung verursachen und für gefährliche Engpässe im Stromnetz sorgen können. Diese Maßnahme verschlechtert die Ökobilanz des Staates erheblich und widerspricht den Zielen einer umweltfreundlichen Energieversorgung. Es ist auch besorgniserregend, dass der verantwortliche Minister einer grünen Partei angehört und dennoch Maßnahmen ergreift, die der Umwelt schaden und gegen den Willen der Bevölkerung und wissenschaftlicher Experten sind.
Sein Verhalten ist nicht nur irrationell, sondern auch unethisch und gefährlich. Es ist wichtig, dass die Regierung ihre Entscheidungen auf Basis von Fakten, wissenschaftlichen Erkenntnissen und dem Willen der Bevölkerung trifft, anstatt politische Interessen einer auffälligen Minderheit über die Bedürfnisse der Mehrheit zu stellen. In dieser Situation muss die Regierung dringend überprüfen, ob ihre Entscheidungen und Handlungen im Einklang mit den Zielen der Energieversorgung, der Umweltverträglichkeit und der Versorgungssicherheit des Landes stehen. Herr Meier hat man ausgependet, weil er nie bezahlt. Jetzt hat er sich die ganzen Möbel an die Wand gemalt. Immer lustig, immer froh, wieder Wopsi Paletto, denn die große Pleite kommt ja sowieso.